Gleichheit zum Quadrat. Die Gleichung ist einfach wunderbar genial, besonders interessant mit einer großen Zahl. Man nehme nur mal angereichertes Uran und führe es mit einer kontrollierten Sprengung auf engen Raum in einer Kapsel aus Metall mit einer hohen Beschleunigung zusammen. Kritische Masse, die Atome zerfallen, übrig gebliebene Neutronen spalten, die Kerne schwäge Elemente, die entsprechende Energie entfalten. Kettenreaktion, Nuklearfusion, die Energie entspricht bei der Detonation mehrere Millionen Tonnen Dynamit. Das lernen wir schon im Physikunterricht. Die Mathematik liefert uns die Halbwertszeit. Wie lange würde die radioaktive Belastung halten bei Kriegsende? Für den Sieg geht die Politik über Leichen kalt wie Eis. Nionimmer ist dies eine Lösung, sieht man nur all das Leid. Hiroshima, Nagasaki, niemals zuvor hat die Welt gesehen, wie solch eine teuflische Waffe mit einer derartig krassen, alle Massen vernichtenden Kraft losgelassen wurde. Hunderttausende Bewohner kamen bei den Explosionen nur zu Tode. Fast genauso viele starben innerhalb weniger Wochen an den Strahlen. Und in den folgenden Jahren waren noch in großen Zahlen Todesopfer zu beklagen. Ganz zu schweigen von den zugefügten Leiden an den Überlebenden, die übrig bleiben. Einstein persönlich hat einmal gesagt, er wäre höchstwahrscheinlich, hätte er das geahnt, Uhrmacher niemals Physiker geworden. Tick, 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 tock. Und genau wie die Uhrzeiger gehen, wird die Welt sich weiter drehen. Industrie und Militär entwickeln immer mehr, um ihren Status zu verteidigen. Und das in einer Zeit, in der vorgefasste Meinung schwerer zu zertrümmern sind als Atome mit ihren kleinen Kernen. Jeder kann, jeder will, andere beweisen, wenn der Löwe brüllt, wird der Beute reißen und sie dann zerfleischen. Heute wird der Feind einfach mal gekillt, sie rasseln mit den Säbeln, lassen Waffen reden, was sie schon erleben wird. Sie missachten alle Regeln, ohne sich zu schämen, haben nichts gelernt. Die Geschichte ist voll von Verrückten, Bekloppten, Vernichten. Ein Volk ohne Rücksicht auf Opfer, sie rüsten nicht ab. Und selbst wenn, ist es doch nur auf Zeit, denn es bleibt immer das Wissen im Kopf. Zur Entwicklung der Bombe, sie tickt in den Kopf und dann drückt einer den Knopf, es macht tick, 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 tock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13 Stunden noch zum Ultimatum, die Übertragung können wir live sehen. Das abendliche Nachrichtenprogramm berichtet von Konflikten in einem anderen Land. Aggressive Mächte greifen jemand an, sofort erfolgen harte Gegenmaßnahmen. Religiöse, territoriale, finanzielle, doch im Endeffekt nur banale Interessen prallen wieder aufeinander und so führt das eine dann zum anderen. Ich konnte nicht begreifen, was ich da vor meinen beiden Augen nachgespielt hat, denn sie zeigen mir die Bilder, die zu sehen man vermeiden will. Ich sitze einfach da und bleibe still. Bin der Staat, atomarer Krieg, dies ist der Tag. Die Rakete naht, auch keine Rettung ist in Sicht. Und ich bin sicher, es wird auch keinen kommen. Es wird auch keinen geben, der dies überleben wird. Denn alles stirbt beim Aufprall dieser Bombe. Wir strahlen wie die Sonne, gehen unter, denn die Nacht ist gekommen. Die Nacht ist gekommen. Every nuclear bomb built in a factory of bad intentions. Every nuclear bomb built in a factory of bad intentions. Sagen, welche Waffen den dritten Weltkrieg entscheiden, aber im vierten kämpfen sie wieder mit Stöcken und Steinen.